Corona-Fakten, der Podcast vom 30. August 2020. Das Ende der Virologie ist nur ein einziges Kontrollexperiment entfernt. Was haben ein Wissenschaftsbetrüger, ein Wissenschaftler, der Opfer einer Fehlannahme ist, und ein Wissenschaftler, der die Fehlannahme aufgedeckt hat, gemeinsam? Nun, eigentlich nicht viel. Aber in dieser Geschichte sind sie maßgeblich, um den Corona-Wahn mit sofortiger Wirkung zu beenden. Und nicht nur das. Sie haben die Kraft, die komplette Virologie in das Reich der Verdammten zu schicken. Es würde den langen und überfälligen Paradigmenwechsel in der Medizin einführen. Warum das so wichtig ist, ich sage es Ihnen. Damit würde nicht nur jede Pandemie beendet sein, nein, es würde nie wieder eine behauptet werden können. Es würde keine Impfungen mehr geben. Es würde den Menschen die Angst nehmen. Und das Wichtigste, es würde den Weg in eine echte Medizin ebnen, in die Universalbiologie. Aber von welchen drei Wissenschaftlern spreche ich? Es handelt sich bei dieser Geschichte um den Wissenschaftsbetrüger Professor Christian Drosten, den ehrlichen Wissenschaftsprofessor Sucharit Bhakti, welcher selbst wie viele andere Opfer einer Fehlentwicklung in der Medizin ist, und einen Wissenschaftler, welcher von vielen nicht genannt wird und von vielen absichtlich gemieden wird, obwohl er der Menschheit einen riesigen Dienst erwiesen hat. Es handelt sich um Dr. Stefan Lanka, den Gewinner des Masernprozesses. Mein Anliegen mit diesem Podcast ist es nicht, irgendjemanden zu diskreditieren oder seine Verdienste zu schmälern. Mit Ausnahme von Professor Drosten. Diesem müsste mit sofortiger Wirkung sein Titel aberkannt werden. Professor Drosten ist in meinen Augen ein Schwerverbrecher, der aus gutem Grund mehrfach angezeigt wurde. Unter anderem von Dr. Stefan Lanker. Siehe dazu meinen Newsletter vom 13. Juni 2020. Ich bitte euch alle darum, diesen Podcast zu verbreiten und besonders an die Personen zu senden, die die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Damit sind alle Wissenschaftler gemeint, sowie beide Corona-Ausschüsse und selbstverständlich auch die wenigen ehrlichen Politiker. Doch kommen wir nun zum Kern der Sache. Der Grund dafür, warum der Plan der Hintermänner alle zwei Jahre wieder funktioniert, ist der, dass selbst die, die für Aufklärung sorgen, sei es ein Bhakti, Merlin, Kämmerer, Wodak und Co., immer noch von existenten Viren sprechen, welche nicht existieren. Fragt man diese nach den wissenschaftlichen Beweisen eines krankmachenden Virus, bei denen nach dem wissenschaftlichen Regelwerk gearbeitet wurde und zu denen auch die notwendigen Kontrollexperimente gehören, kommt entweder gar nichts oder Publikationen, die den wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen. Und genau hier haben wir ein Problem. Was bringt es, wenn wir Menschen überzeugen können mit etlichen Statistiken der Todeszahlen, Statistiken, bei denen die Anzahl der PCR-Tests gegen die Anzahl der positiv Getesteten gesetzt werden? Was bringt es, wenn wir aufzeigen, dass das vermeintliche Virus doch völlig harmlos ist und dies mit etlichen Studien weltweit faktisch untermauern? Es bringt nicht viel, denn es ist nur eine Zeitverschiebung auf nächstes Jahr, in dem diese Hintermänner einfach ein neues Virus behaupten werden, so wie sie es immer und immer wieder tun und getan haben. Von BSE zur Vogelgrippe, über Schweinegrippe, Ebola, Zika und heute SARS-CoV-2. Wer hat die Kraft, diese Märchen jedes Jahr erneut zu entkräften? So viele Lockdowns überleben wir nicht. All das ist nur Geplänkel, es führt zu nichts. Was machen wir, wenn wir nicht das Glück haben, dass uns ein milder Winter heimsucht, so wie es dieses Jahr der Fall war, sondern ein heftiger Winter, bei dem es grundsätzlich zu mehr Toten und echten Erkrankten kommt? Wer glaubt uns dann noch mit Statistiken? Die werden dann nicht mehr helfen. Es sterben dann ja tatsächlich mehr als das Jahr zuvor. All diese Mühen wären nicht notwendig, wenn sich all die Wissenschaftler und Ärzte, welche bereits jetzt schon aktiv den Mythos eines gefährlichen Coronavirus durchschaut haben, zusammentun und gemeinsam mit Dr. Stefan Lanker diese Kontrollexperimente durchführen würden. Im Gegensatz zu all den hart erarbeiteten Fakten, die wir gemeinsam in den letzten 8 Monaten zusammengetragen haben, wären diese Kontrollexperimente ein Fliegenschiss und sehr schnell durchführbar. Echte Wissenschaft kann so einfach sein.
Warum führen Bhakti und Co. nicht die notwendigen Kontrollexperimente durch, die unter anderem von Dr. Stefan Lanka gefordert werden? Damit sich diese Virologen nicht selbst widerlegen, missachten sie konsequent zwei in der Wissenschaft vorgeschriebene Regeln. Die eine ist, alle Behauptungen selbst konsequent zu überprüfen. Die andere ist, alle verwendeten Annahmen und Methoden mittels Kontrollversuchen zu testen. Würden Sie die Kontrollexperimente durchführen, würden Sie feststellen, dass alle kurzen Gensequenzen, die Sie nur gedanklich zu einem Virus-Erbgutstrang verknüpfen, aus dem menschlichen Stoffwechsel stammen und nicht von außen, von einem vermeintlichen Virus. Am 13. Juni 2020 rief Dr. Stefan Lanka alle Biochemiker, Bioinformatiker, Virologen und Zellkulturspezialisten auf, diese Kontrollversuche durchzuführen, zu veröffentlichen und ihn darüber zu informieren. Lanka hat ein Kontrollexperiment konzipiert, bei dem die Ausrede, dass das verwendete Probenmaterial zuvor oder während des Kontrollversuchs mit dem SARS-CoV-2-Virus verunreinigt geworden sei, von vornherein ausgeschlossen ist. Wieso haben Professor Sucharit Bhakti, Professorin Karin Mölling, Professorin Ulrike Kämmerer, Dr. Wodak, Professor Drosten, RKI-Leiter Wieler und all die anderen diese Kontrollexperimente bis heute nicht durchgeführt oder sich bei Dr. Lanka gemeldet? Beim RKI ist mir die Antwort klar. Ich habe die Beweise durch den E-Mail-Verkehr, dass sich dieses Institut nicht um die Fakten schert. Dies allein wäre Grund genug, diese Einrichtung schließen zu lassen. Ein Artikel über diesen Schriftverkehr wird von mir veröffentlicht werden. Allerdings halte ich die ersten vier genannten Wissenschaftler für ehrliche Menschen. Dr. Stefan Lanka war es, der als erster ausführlich darstellte, dass der PCR-Test von Drosten auf keinen klinischen Daten basiere. Nachdem am 29. August 2020 auf der Querdenker 7.11-Demo durch Dr. Heiko Schöning einige Namen vorgelesen wurden, vier an der Zahl, die bestätigen, dass der PCR-Test der Berliner Charité und Drosten nicht auf klinischen Daten basierte, da dafür noch keine Sequenzen vorlagen, fehlte mir der Name, der das Ganze ausführlich der Fachwelt offenlegte. Es war Dr. Stefan Lanka, der bis ins kleinste Detail aufzeigte, dass Professor Drosten Wissenschaftsbetrug begangen hat und die WHO dieses Spiel mitspielte. Sollte nicht auch demjenigen Ehre gebühren, der sich seit über 30 Jahren dafür einsetzt, dass die Wahrheit herauskommt? Dr. Stefan Lanka hatte nicht nur beim Masernvirus-Prozess mit stichhaltigen Fakten aufzeigen können, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis für das Masernvirus gibt, sondern er zeigte zudem auf, dass für kein einziges der vermeintlichen krankmachenden Viren ein wissenschaftlicher Nachweis vorgelegt werden kann. Ich fordere die Veranstalter von Querdenken, die Ärzte für Aufklärung sowie die Beteiligten der beiden Corona-Ausschüsse, welche einen guten Job machen, dazu auf, endlich das Gespräch mit Dr. Stefan Lanka zu suchen. Ich habe mehrmals versucht zu vermitteln und ich bin jederzeit bereit, dieses wieder zu tun. Jeder kann sich diesbezüglich bei mir melden. Ich möchte nochmals erwähnen, dass Dr. Stefan Lanka genau aus diesen und anderen Begründungen Professor Christian Drosten angezeigt hat. Jeder sollte dem nachkommen. Vor allem die anderen Experten, die ebenfalls das unwissenschaftliche Vorgehen Drostens bestätigten. Die geforderten Kontrollexperimente wurden bereits in der Vergangenheit durchgeführt und bestätigen die Fehlannahme über die vermeintlichen krankmachenden Viren. Nicht nur Dr. Stefan Lanka hat diese notwendigen Kontrollexperimente innerhalb des Masernvirus-Prozesses durchführen lassen und dem Gericht vorgelegt. Das Gutachten über den zytopathischen Effekt widerlegt die behauptete spezifische Infektiosität des Masernvirus. Ergebnis des Labors: Es konnte in Abhängigkeit der zugesetzten nicht viralen und nicht infektiösen Substanzen zu verschiedenen Zeitpunkten Änderungen der Zellmorphologie beobachtet werden, die seit 1954 mit der Isolation des Masernvirus gleichgesetzt wird. Besonders nach Zugabe von hohen Konzentrationen an Penicillin, Streptomycin 20% bzw. Kultivierung unter Mangelbedingungen 1% FCS konnten Veränderungen der Zellmorphologie festgestellt werden, die mit der durch das Masernvirus beschriebenen Synzytienbildung mikroskopisch identisch waren.
Die Untersuchungen haben klar gezeigt, dass eine Synzytienbildung nicht spezifisch für eine Maserninfektion ist. Somit wurden die in Vergessenheit geratenen Beobachtungen sowohl von Anders und Peebles als auch von Bech und von Magnus bestätigt und die Annahme widerlegt, dass Anders und Peebles und Nachfolger mit dieser Technik die Existenz eines Virus nachgewiesen hätten. Die Mutter aller Publikationen zum Masernvirus von John Franklin Anders und Peebles hat nie behauptet, dass sie ein Masernvirus nachweisen konnten. Sie hatten starke Zweifel und haben dies auch so deutlich in ihrer Publikation niedergeschrieben. Dies können Sie unter anderem in meinem Artikel nachlesen. Auch in der Publikation von Bech von Magnus 1958 Studies on Measles Virus in Monkey Kidney Tissue Cultures, Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica wird beschrieben, dass der zytopathische Effekt nicht masernspezifisch ist, sondern durch andere Faktoren hervorgerufen wird. So heißt es in der Publikation auf Seite 80, zytopathische Veränderungen, ähnlich denen, die durch das Masernvirus verursacht werden, können auch in nicht geimpften Kulturen von Affennierengewebe beobachtet werden. Diese Veränderungen werden wahrscheinlich durch virusähnliche Erreger, sogenannte schaumige Erreger, verursacht, die offenbar häufig in Nierenzellen von scheinbar gesunden Affen vorhanden sind. Dieser Satz ist bemerkenswert, weist er doch auf die Unspezifität genau der pathologischen Veränderungen hin, die als Ausgangspunkt für den optischen Beleg einer Infektion in der ersten Publikation von Anders und Peebles gedient hat. Diese Lektüre ist deswegen so wichtig, weil sie aufzeigt, wie wichtig Kontrollexperimente sind, um zu erkennen, dass man falsch lag. Es wird aufgezeigt, dass bis 1953 jedem Virologen und der Wissenschaftsgemeinschaft klar und bekannt war, dass alle Bestandteile, die bis dato als Bestandteile von Viren gedeutet wurden, sich durch Kontrollversuche als Bestandteile von abgestorbenen Geweben und Zellen entpuppten. Darum ist es so wichtig, immer wieder auf die fehlenden Kontrollexperimente der vorgelegten Publikationen zu pochen. Das Wissenschaftsplus-Magazin schreibt dazu 2017 in seiner vierten Ausgabe: Die Gewebe und Zellen, die für den Nachweis und die Vermehrung der Viren verwendet werden, werden vor dem Akt der vermeintlichen Infektion auf sehr spezielle Art und Weise vorbehandelt. Ihnen werden 80% der Nährstoffe entzogen, damit sie hungrig werden und die Viren aufnehmen. Sie werden mit Antibiotika behandelt, um auszuschließen, dass Bakterien, die immer und überall in allen Geweben und Serien enthalten sind, das zu erwartende Absterben der Zellen verursachen. Erst ab dem Jahr 1972 erkannte die Biochemie, dass die verwendeten Antibiotika Zellen eigenständig schädigen und töten, ohne dass dies von Virologen wahrgenommen und berücksichtigt wurde. Es sind genau die Faktoren Verhungern und Vergiftung, die zum sichtbaren Absterben der Zellen führen, was als Anwesenheit, Isolation, Wirkung und Vermehrung der nur vermuteten Viren fehlgedeutet wurde und wird. Auf welche wissenschaftliche Publikation oder Publikationen bezieht sich die Landesregierung, wenn sie von der Existenz des Coronavirus SARS-CoV-2 ausgeht und daraus die getroffenen Corona-Maßnahmen ableitet? Denn in allen Publikationen, auf die sich Professor Christian Drosten beim Design seines PCR-Tests bezieht, tauchen nur die Arbeitsschritte auf, wie Nukleinsäuren aus Flüssigkeiten von Patienten rechnerisch zu einem viralen Erbgutstrang ausgerichtet werden. Und es fehlen die Kontrollexperimente, die ausschließen, dass es nicht ganz normale Nukleinsäuren von Patienten sind, aus denen das Genom des vermeintlichen Virus errechnet wird. Die Tatsache, dass die entscheidenden Kontrollversuche in allen Publikationen zur Isolation von SARS-CoV-2 fehlen, macht es unmöglich, diese Publikationen als wissenschaftlich zu bewerten. Kontrollversuche sind seit der Veröffentlichung der internationalen wissenschaftlichen Regeln 1998 durch die DFG unabdingbar, um eine Publikation als wissenschaftlich zu bezeichnen. Meine Frage zielt unter anderem darauf ab, ob die durch die Regierung getroffenen Corona-Maßnahmen überhaupt rechtlich zu rechtfertigen sind, denn das den Maßnahmen zugrunde liegende Infektionsschutzgesetz IFSG fordert die Wissenschaftlichkeit aller Beteiligten auf dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik.
Diese Frage sollten alle Wissenschaftler und aufrichtigen Aufklärer stellen. Der Dreh- und Angelpunkt, um diese Pandemie zu stoppen, ist die notwendigen und durch die DFG 1998 verpflichtenden wissenschaftlichen Regeln einzuhalten. Dazu gehört es auch, die notwendigen Kontrollexperimente durchzuführen. Alle Wissenschaftler, die sich dem entziehen, dürfen nicht als Wissenschaftler bezeichnet werden, denn sie missachten die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben, welche für alle verpflichtend sind. Was müssen wir gemeinsam tun? Erstens, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die ehrlichen Wissenschaftler über ihren Schatten springen und gemeinsam mit Dr. Stefan Lanker in Kontakt treten, um diese Kontrollexperimente durchzuführen und gemeinsam zu veröffentlichen. Zweitens, bitte helft dabei, diese Informationen an die notwendigen Personen zu vermitteln. Für alle Kosten des Versuchsaufbaus der Kontrollexperimente ist gesorgt. Dies kann also keine Ausrede sein. Drittens, sollten sich die Verantwortlichen weigern, diese Kontrollexperimente durchzuführen, ermahnt diese, dass sie damit gegen die wissenschaftlichen Regeln agieren und damit ihren eigenen Vorgaben widersprechen. Sollten Sie dennoch stillschweigend bleiben, fordert sie auf, euch die Publikationen zu nennen, in der die wissenschaftlichen Regeln eingehalten wurden, wozu auch die Kontrollexperimente gehören, die einwandfrei ein Virus nachweisen. Diese können mir zugeschickt werden. Viertens, macht Ihnen klar, dass Sie damit nicht Ihr Gesicht verlieren, sondern sich im Gegenteil als ehrenwerte und unbestechliche Wissenschaftler beweisen. Fünftens, erklärt Ihnen, dass diese Kontrollexperimente eine Kleinigkeit sind, die aber eine Riesenwirkung haben werden. Tut es wenigstens für unsere Kinder.